Hey ho, hallöchen und willkommen bei Let's Play Chivalry Medieval Warfare mit Babe.Lane und der Anger Fist, unser erster Gegner. Wir spielen Duell. Es gibt endlich mal wieder ein Video im neuen Jahr, da dachte ich mir, muss ich mal wieder hier ein paar Einzelkämpfe aufnehmen. Und ich hoffe, ihr habt euren Spaß beim Zusehen, Leute. Gut, erstes Duell geht an uns. Auf der klassischen Map Moor natürlich. Gerade zu Anfang kann ich auch sagen, wenn Mordau endlich vollständig released ist, das ist ein anderes First-Person-Mittelalter-Competitive-Game, dessen Spielmechanik nochmal im Vergleich zu Medieval, zu Chivalry Medieval Warfare, deutlich aufpoliert wurde. Und wenn das endlich released ist, momentan, oder vor kurzem konnte man sich, glaube ich, die Beta oder Alpha downloaden, bin mir nicht sicher, aber wenn es dann released ist, werde ich es auf jeden Fall auf meinem Kanal bringen. Da könnt ihr euch sicher sein, meine lieben Zuschauer. So, die Anger Fist hat gegen uns verloren. Sie hat an uns verloren. Sie ist an uns zerbrochen, an uns zerschellt, versagt. So, noch sind wir Platz 1. Ich versuche es zu halten, dass wir auf der Position bleiben. Oh. Okay. Für einen kurzen Moment sah dieses Gesicht sehr milchbübisch aus. Aber es waren nur Texturen, die noch geladen werden mussten. Ja, jetzt ist er gereift, seine Texturen sind gereift, ein gereifter Mann. So, unser nächster Gegner, Pepe Pepperoni. Ein gigantischer Hammer, das ist natürlich sehr beunruhigend. War es echt ein gemeines Timing für eine Finte. Zuerst trete ich, werde aber noch von seinem Schlag getroffen und dann direkt eine Finte. Das kann einen schon mal ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen, aber jetzt geht's weiter. Mann, oh Mann. Dieses Gerät, das er in der Hand hat, wie er das da rumschwingt. Oh, was machst du denn? Hör auf immer zu schlagen, während ich schlage. Oh, toll. Ich bin fast tot wieder wegen einem dummen Treffer. Ich muss ja nur noch eine Finte machen, damit es... Ja, toll. Gut, Pepe Pepperoni. Das gibt auf jeden Fall eine Revanche. Und verliert der Sieg eindeutig. Eins, zwei, drei, vier, fünf Tote liegen schon auf dem Schlachtfeld. Mal schauen, wie viele es noch werden werden. Ja, das war lustig, was ich gerade gesagt habe. Werden werden. Haha. Gut, weiter geht's. Jetzt mal kurz volle Konzentration auf den Kampf. Ja, das war nicht so gut. Ah, ein Streamer. Aber es gibt so Runden und es gibt so Runden. Leute, schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie seid ihr in das neue Jahr gekommen? Wie habt ihr gefeiert? Klassisch mit der Familie, beim Essen gesessen, ein bisschen Sekt getrunken, irgendwas geknabbert, Fernsehen geguckt, Musik gehört? Oder habt ihr ordentlich gefeiert, schön geballert? Seid ihr irgendwie komplett besoffen gewesen oder total auf anderen Genussmitteln? Was habt ihr so geschrieben an Silvester? Ich habe ja einen gemütlichen Abend mit der Familie verbracht, ganz normal. Und bin dann, als es zum Feuerwerk kam, um 0:00, so durch die Straßen geschlendert und habe mir das alles ein bisschen angeschaut. Selber habe ich nichts knallen lassen.
Oh je. So. Oh, nein, das war zu langsam für meinen Geschmack. So, jetzt wird's aber langsam knifflig hier. Oh, okay. Und irgendwie hat er uns getroffen. Eigentlich habe ich ja geblockt. Naja. Noch ist nichts verloren. Wir müssen nur dranbleiben. Jedenfalls war das Feuerwerk in meiner Heimatstadt relativ klein. Wie war euer Feuerwerk? Was durftet ihr in den ersten Minuten des neuen Jahres sehen? Lol, was war das jetzt hier? Was hat er gerade gemacht? Meine Güte. Ja, wahrscheinlich. Verfehle ich ihn um einen Millimeter. Was war das für ein Glück? Ja, okay, Lost Prey. Ja, gut. Ja, gut, so kann ich auch ausweichen. Aber irgendwie. Mit so wenig Leben. War schon ein bisschen verloren. Zu meinem Upload-Rhythmus, ich lade immer wieder mal ganz spontan Videos hoch. Es gibt halt nichts wirklich Regelmäßiges fürs Erste, aber es werden immer wieder Videos kommen. Also, Don Lin wird nie ganz verstummen. Ja, hast du gehört, ich werde nicht verstummen. Ja, toll. Ja, bisher läuft es noch nicht so gut. Ich bin unzufrieden. Aber das liegt auch daran, dass ich mich wieder an das Kommentieren und das Spielen gleichzeitig gewöhnen muss. Gerade bei Chivalry mit hinterlässigen Gegnern ist das natürlich extra schwer. Ja, du Vollidiot, ich... Wie kann man nur so scheiße sein, ganz ehrlich. Gut. Das wird jetzt gleich beendet. Das war komplett gestottert. Ich weiß, was war das für ein Stich? Der war nicht zum Blocken. Ja, toll. Das war das Feld. Toll. Naja. Dafür muss ich mich nicht schämen. So wie der da seine Stiche hingestottert hat, die waren ja so oder so beinahe nicht zu blocken. Tabegisien sie. Gut, wir werden herausgefordert. Nehmen wir mal die Herausforderung an, um einfach ins nächste Duell zu kommen. Zuschauen ist langweilig. So, jetzt haben wir endlich wieder Gegner. Chris, Pi, bla bla bla. Oh, das ist wieder ein ganz tänzerischer Gegner. So, das war's. Nächstes Thema, welches
Habt ihr denn schon Star Wars Episode 8 gesehen, meine lieben Zuschauer? Wenn ja, sagt doch mal, was ihr von dem Film haltet. Ist ja in den Schlagzeilen als der meist polarisierende Star Wars Film aller Zeiten bezeichnet worden. Noch mehr anscheinend als die Prequel-Theologie. Also, durch diesen Film hat sich in der Star Wars Community, in der Star Wars Fanbase wieder ein großer Spalt geöffnet. Uneinigkeit. 50-50. Mir hat der eigentlich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Weil der Film einfach mehr gewagt hat. Was ist los? Okay. Er war AFK. Ja, weil der Film einfach Neues, Innovatives mit eingebaut hat. Klar, es gab einige Situationen, die man aus den vergangenen Star Wars-Filmen auch noch kennt. Wie zum Beispiel aus Episode 6. Der Thronraum. Mehr sage ich erstmal noch nicht. Ich möchte ja keine Spoiler verraten. Ich möchte ja nicht spoilern. Spoiler verraten. Ja, wenn man Spoiler verrät, ist es dann eher positiv, weil dann hält man die Leute davon ab, gespoilert zu werden. Ja. Jedenfalls war der Film meiner Meinung nach trotz allem, also trotz der etwas unnötigen oder ja schon relativ unnötigen Szene auf Canto Bight, die ja relativ lang ging, war der Film ziemlich gut. Und ja, einer der Hauptkritikpunkte ist, dass anscheinend der alte Star Wars Mythos durch diesen Film zerstört wurde. Das sagen viele, also der Kampf gegen Gut und Böse, zwischen Gut und Böse. Aber dazu kann ich nur sagen, letztendlich lief es doch wieder auf diesen Kampf hinaus, zumindest oberflächlich. Es wurde natürlich eben im Film gezeigt, dass eben Gut und Böse nicht ganz so einfach ist, dass es halt noch viele andere Facetten, viele andere Farben gibt dazwischen, nicht nur Schwarz und Weiß. Ja, das wurde eben in dem Film nochmal ein bisschen eindrücklich gezeigt. Aber letztendlich haben wir doch wieder einen relativ klassischen Star Wars, eine klassische Star Wars Blutfehde. Ja, zwischen wem darf ich euch jetzt auch nicht sagen. Das wäre alles Spoilerei. Jedenfalls, meiner Meinung nach, entwickelt sich Kylo Ren zu einem sehr gut interessanten Charakter, muss ich sagen. Viele fanden ihn ja anfangs ein Milchbubi, weinerlich, irgendwie nicht ernst zu nehmen, was ja auch teilweise stimmt, aber das ist ja gerade das Interessante, weil es gibt den Spruch, aus dem wahrlich Guten entsteht das wahrlich Böse. Und wenn man sich dann so ein Milchbubi anschaut, dann weiß man, dass aus dem vielleicht mal wirklich ein richtig grausamer Bösewicht werden könnte. Und auf diesem Weg befindet sich Kylo Ren jetzt mit Episode 8 mittlerweile auch. Und ja, meiner Meinung nach ein gelungener Kontrahent für unsere Heldin Rey. Vor allem, weil er auch wirklich, ja toll, weil er doch wirklich sehr machtbesessen, machthungrig ist. Ja, der Machthunger sticht in Episode 8 nochmal ganz, ganz deutlich hervor. Weil Macht für ihn dann erst die höchste Priorität hat, an erster Stelle steht. Also das sind so meine Gedanken zu dem neuen Star Wars. Und ja, solltet ihr auch irgendwelche Gedanken haben, irgendwelche Meinungen, bitte friedlich, ohne Streit und Zwietracht, einfach mal in die Kommentare schreiben, damit wir uns ein bisschen zum Unterhalten können. Ja. So, Pepe Pepperoni, diesmal hast du nicht gesiegt mit deinem Bambusstecken. Ja, ich denke, ich werde hier mal ein längeres Video machen, nämlich zwei Duellrunden aufnehmen. Das ist die erste, das hier ist die erste zum Reinkommen. Läuft ja noch nicht ganz so gut, aber auch nicht schlecht. Und in der nächsten, die jetzt gleich ansteht, werden wir nochmal richtig Power machen, richtig Druck machen, versuchen zu gewinnen. Weil langsam gewöhne ich mich wieder an das Kommentieren und dem Kämpfen. Und das Kämpfen. Ja, toll. Pepperoni ist halt einfach ein langweiliger Gegner. So,
Wir warten. Ja, immerhin haben wir diese tollen Gurgelgeräusche gehört. Vielleicht ist er jetzt verunsichert davon. Komm her. Da. Übertriebene Reichweite. Ja. Ich glaub's einfach nicht. Ja. Der Typ ist so langweilig. Naja. Auf den Turm soll man als nächstes duellieren. Ah, der Duell-Tower, ich weiß nicht. Ja, können wir machen. Das wird ein bisschen enger. Da kann dann so ein nerviger Mann mit Arms nicht ganz so gut hin und her huschen. Dann können wir uns besser zur Brust nehmen. Ja, heute sind die Todesgeräusche auch wirklich sehr ätzend. Gut, jetzt kommen wir mal auf den Turm. Wenn er nicht gleich schon wieder umgevotet wird und wir dann wieder zurück auf Moor kommen, weil Leute zu spät sich zu spät entschieden haben, welche Karte sie wollen. Naja, also jetzt mal schauen. Hey, Hallöchen, der Dolin kommt. Und jetzt kommen sie ins Eck, oder? Oh, und wir blocken beide erstmal. So, jetzt wird getötet. Wir wollen Platz 1 werden. Um jeden Preis. So, das war's. Tabigisini? WTF, fragt er sich erstmal. No more more. Ja, wir kämpfen jetzt mal hier auf diesem Duell-Tower. Und jetzt wollen wir uns den Herkisinsisi wieder vornehmen. Ach, diese Namen. Ja. Immer schön Druck machen. So, Tabiki sind sie. Sie wurden geschlagen. Und unser erster Sieg. Und wir haben unseren ersten Sieg davongetragen. Naja, könnt ihr das ertragen? Ich glaube nicht. Denn ich werde euch immer und immer wieder schlagen. Echt interessante Gegner heute und natürlich kein schönes Duell, aber naja, so soll es sein. Senrunul. Wir versuchen einfach mal auf Platz 1 zu pushen, das heißt so schnell zu töten wie möglich, möglichst effektiv zu spielen. Zumindest wenn wir solche Gegner haben. Sollte mal wieder ein toller gegnerischer Vanguard oder Ritter kommen, der uns einen ehrenhaften Kampf bietet, dann wird natürlich ehrenhaft gekämpft. Wir werden herausgefordert von Crispy Bacon. Crispy Bacon. Ah ja. Nein, wir werden nicht schon wieder die Karte wechseln. Wir bleiben hier auf diesem Turm. Isoliert. In luftigen Höhen. Ja, das ist wieder ein tänzelnder Knight. So, jetzt hat er seine Ausdauer gleich verbraucht. So macht man das aber nicht. Ja, toll. Da hat er halt seinen super, ja, seinen Rainbow-Hit gemacht.
So. No, my lord. So, das war's. Mensch, Mensch. So, wir werden jetzt mal gleich mit einem Überraschungsangriff begrüßen. Das sollte man auch mal zur Abwechslung ausprobieren. So, Hallöchen. Mist, hat leider nicht getroffen, weil er auch weggelaufen ist, gerade in dem Moment. So, wir bedrängen ihn mal ein bisschen. Und das war's. Er lacht. Er lachte noch im Sterben. Lache, wenn du getötet wirst. Naja, das war ein ehrenhafter Kampf. Wir haben gesiegt. Und damit sind wir noch immer auf Platz 1. 3 zu 0. Mal schauen, ob wir das halten können. Es ist mein Ziel. So. Wer kommt als nächstes? Pepe Pepperoni vielleicht? Nein, Player 399. Der wird ja wohl nichts taugen, der Typ. Komm her. Naja. Schauen wir uns mal ein bisschen die Gegend hier an. Gibt es auch schöne Sachen manchmal zu sehen. Da hinten ist, glaube ich, ein Steinkreis. Und das ist vielleicht. Weiß nicht, irgendwie, mir kommt es Holz. Ja, das sieht so so kirchlich. Ein bisschen wie ein Kloster aus. Irgendwie sagt mir dieser Turm. Vermittelt mir dieser Turm eine spirituelle, zeremonielle Atmosphäre. Das ist bestimmt so ein Opferturm mal gewesen oder sowas. Oder ein Turm, auf dem sich Ritter vor ihrer Ritterschlagung das erste Mal duellieren mussten, um sich als würdig zu erweisen. Da kann man sich einiges ausdenken dazu. So. Dann kommen wir her. Master of Medieval Spirit. Okay, der Meister des mittelalterlichen Geistes. Will ich eigentlich eher weniger töten? Aber mal schauen. Das ist ein flotter Gegner. So, getroffen. Aber unsere Ausdauer geht langsam flöten. Wir haben gesiegt. Puh, gegen den mittelalterlichen Geist zu bestehen, das ist schon echt schwer, vor allem auf dieser Map hier. Vor allem in diesem Spiel, der mittelalterliche Geist. Wir haben den Geist von Chivalry vernichtet. Oh nein, es tut mir leid, es werden mich alle aus der Chivalry-Community hassen. So, Meister, weiter geht's. Einen ähnlichen Kampfstil wie ich, und zwar benutzt er nicht viele Kombos, sondern begnügt sich mit relativ einfachen Attacken, weil er die Kombos nicht nötig hat. Ja, das ist nämlich meine Intention, wenn ich auf diese wunderschönen Rainbows und so weiter mal verzichte. Aber ab und zu kann ich sie auch mal ausnutzen. So.
Verdammt. Das war gut. Ja, das ging mir jetzt zu schnell. Naja, nächste Runde werden wir zusammenkloppen. Es sind aber auch relativ hartnäckige Gegner heute dabei, also. Puh. Das war unberechtigt! Warum hat dieser Stich getroffen, ne? So. Gesiegt. Und wir sind wieder auf Platz 1. Nein! Ich bin mit Piperon jetzt. Ja, 6 zu 1. Ein Sieg mehr, aber dafür auch einmal öfters gestorben. Wir müssen dranbleiben, dann können wir das schaffen. Und dann wird dieser zeremonielle, rituelle Turm zum Turm unseres Sieges. Aha. Und das war's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mal die Sammlung begutachten. Wie viel haben wir denn schon? Und da wurde er mit einem Leck aufgespießt. Und wir haben 6 Siege, 0 Niederlagen. Wir sind damit auf Platz 1. Puh, das müssen wir durchhalten. Dann wäre geil, wenn ich mal hier in der Aufnahme Platz 1 im Duell werde. Das wäre auf jeden Fall sehr toll fürs Neue, wenn das so beginnt. The Great Chief. Kein großer Chief wird uns besiegen. Kein Pepperoni, nichts. Ihr könnt kommen was wollen. Ihr könnt kommen mit was auch immer. Das ist meine Stunde. Wir werden hier Platz 1 bekommen. Doch. Er widerspricht mir. Das ist ja unerhört. Doch. So, das war's. Puh. Gut, immer noch auf Platz 1. Ich hätte jetzt ja die Herausforderung eines der weniger starken, von einem der weniger starken Gegner annehmen können. Aber ich gehe im Pool beitreten. Das muss sein. Wir müssen hier die zufälligen Gegner bekommen, damit wir uns jedem stellen. So, Mugen. Ich glaube, er kam auch schon mal in einem meiner Videos vor. Er wird jetzt nicht den Platz 1 wegschnappen. Toll, hat er meine Ausdauer weggehauen. Na, müssen wir uns das einfallen lassen. Ich darf nicht von meinem Thron verstoßen werden. Was war denn das? Das leckt ja auch. Mann. Ja, toll. Jetzt habe ich Panikblock zu allem ungünstigen Übel auch noch gemacht.
Ja, komm her. Ja, toll. Ja, das war's da wohl. Gib mir Fleisch. Gib mir die Kills. Na los. So. Das ging schön schnell. Na los. Ich muss so schnell wie möglich gewinnen. Ja, da lacht er wenigstens drüber im Nachhinein. Ja, wir werden leider nicht Platz 1. Aber wir sind es so gut wie hier so. Eigentlich beinahe. Es laggt halt auch, ich kann nicht mal gescheit treffen. Ja, Platz 2. Bis Mugen kam. Einfach den ersten Platz gestohlen hat. Schämlich, wie du das siehst. Was? Wow, den Kampf wollte ich noch für mich entscheiden. So viel wie er gerade geschlagen hat, wäre sein Ausdauer wohl auch runtergegangen. Naja, gut. Wir sind auf Platz 1, Platz 2 gekommen. Das war ja schon eine ziemlich gute Leistung. Und in der nächsten Duellrunde werde ich erneut versuchen, auf Platz 1 zu kommen. Danke fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, kommentiert. Macht, was ihr wollt. Euer Dolin sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.